Das Wort natürlich ist bitte ein Wort, das ihr aus eurem Vokabular rausstreicht. Es bedeutet schlichtweg nichts. Das Wort natürlich wird in völlig bescheuerten Kontexten benutzt. Natürlich bedeutet weder gut, natürlich bedeutet weder, dass man es tun sollte, natürlich bedeutet nicht gut. Und das ist auch im Zusammenhang mit Ernährung so. In allen anderen Zusammenhängen würde man auch nicht sagen, dass das Natürlichste jetzt unbedingt das Beste ist. Klos sind nicht natürlich, Heizungen sind nicht natürlich, Bodenbeläge sind nicht natürlich. Herde sind nicht natürlich, Instant Pots sind nicht natürlich. Trotzdem würde ich lieber in einem im Sommer klimatisierten, im Winter beheizten Lebensraum mit Bodenbelag, mit fließendem Wasser, mit einem Instant Pot und mit Strom leben, als in einer Höhle, die natürlich wäre. Dieses Wort natürlich ist eine totale Illusion. Die einzig wirklich natürlichen Pflanzen, die es da draußen noch gibt, sind so ziemlich Wildkräuter. Und von Wildkräutern alleine kann man nicht überleben. Jede andere Pflanze, die du isst, jeder Avocado, jeder Weizen, jeder Mais, jeder Pfirsich, ist von Menschenhand gezüchtet. Avocados hatten früher so viel Fruchtfleisch, jetzt haben die so viel Fruchtfleisch. Warum? Weil niemand so viel Fruchtfleisch haben möchte. Alle möchten so viel Fruchtfleisch haben, also wurde es dementsprechend gezüchtet. Rosenkohl, Brokkoli, Grünkohl, das ist eigentlich, das war mal dieselbe Pflanze, die nichts hat, die quasi nur so ein verästeltes Irgendwas ist, was man nicht essen kann. Karotten waren früher so hart, dass man die nicht essen konnte. Also hört mir auf mit natürlich, das ist alles nicht natürlich. Biolandwirtschaft ist auch nicht natürlich. Sich gegenseitig nicht die Köpfe einschlagen ist auch nicht natürlich. Religionsfreiheit ist auch nicht natürlich. Möglicherweise ist nicht einmal Monogamie natürlich. Und das ist mit der veganen Ernährung genauso. Nein, eine vegane Ernährung ist nicht natürlich. Eine vegane Ernährung gab es so noch nie in der Natur. Das ist eine Erfindung vom Menschen. Heißt das jetzt, dass es eine schlechte Erfindung vom Menschen ist? Nein, genauso wie ein Klo ist eine vegane Ernährung keine schlechte Erfindung des Menschen. Das ist wie mit Frauenrechten. Du musst dich fragen, ob das, unabhängig davon, ob es jetzt natürlich oder sonst was ist, gut ist. Verfolgt es ein Ziel? Verfolgt es ein Ziel, wovon man sagen könnte, damit stimme ich überein? Und meines Erachtens ist das der Fall. Denn ich würde sagen, es ist immer besser, ein fühlendes Wesen nicht zu töten oder nicht auszubeuten, als es auszubeuten. Das ist für mich nach 6 Jahren Veganismus ehrlich gesagt nicht so schwierig zu verstehen. Aber bei manchen Kommentaren, die ich bekomme, denke ich nur so, denken die Leute einfach mal nach? Nein. Nein, die meisten Leute tun es ganz offensichtlich nicht. Deshalb appelliere ich an alle da draußen, denkt nicht in Kategorien natürlich, unnatürlich. Denkt in Kategorien meinetwegen gut, schlecht, ethisch, unethisch, moralisch, unmoralisch. Denn dann müsst ihr wirklich nachdenken. Dann müsst ihr euch wirklich damit auseinandersetzen, was das eigentliche Problem ist und was manche Leute eigentlich wirklich bezwecken wollen. Nur zu sagen, dass eine Ernährung oder ein sonst was natürlich ist, sagt rein gar nichts aus.